Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte euch gerne was zeigen, was ganz Besonderes. Und ich möchte mit dem Thema beginnen, Ehe vom Menschen oder von Gott für den Menschen. Und ich möchte euch ein paar interessante Sachen anhand der Bibel zeigen, die der Herr mir aufs Herz gelegt hat. Und ihr werdet echt, ja, vielleicht manche echt am Staunen sein, was es bedeutet, was da dahinter steckt. So, ich möchte gleich mal anfangen mit dem ersten Bibelvers, und zwar 1. Mose 1, Vers 27, da steht: Und Gott schuf den Menschen als sein Bild. Als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Also er schuf sie in Symbiose. Das ist der Hammer, oder? Als Mann und Frau schuf er sie. Da habe ich euch was richtig Krasses mitgebracht gehabt. Da werdet ihr staunen. So, ich wechsle die Kamera. Seht ihr das? Das hier ist das Wort Mann auf Hebräisch. Und das hier ist das Wort Frau. Also Mann im Zusammenhang, was die Ehe betrifft, ja? Ihr könnt es auch nachgoogeln. So, jetzt seht ihr den Unterschied. Das Zeichen ist gleich. Das Zeichen ist gleich. Und da ist nur der kleine Strich und da ist der Bogen darüber. Das heißt, hier zwischen Mann und Frau fehlt der Bogen. Ich zeige euch jetzt was, was es im Hebräischen heißt. Hier. Dieses Wort ist Gott. Ja. Es ist praktisch die Verbindung zwischen Mann und Frau. Ist das der Hammer, oder? Er ist die Verbindung zwischen Mann und Frau. Und da gibt doch diesem gleich Bibeltext eine ganz andere Bedeutung. Einer kann umgestoßen werden. Zwei können standhalten. Eine dreifache Schnur reißt nichts in zwei. Gott ist unsere dreifache Schnur in der Ehe. Er ist direkt die Verbindung zwischen Mann und Frau. Und in seinem Bilde sind sie gemacht. Wow, oder? Was für eine Tiefe. Und dann gibt es doch auch eine ganz andere Erkenntnis darüber, warum man sich nicht trennen soll. Ich zeige euch das. So, Prediger 4,12 ist der Bibeltext. Eine dreifache Schnur reißt nicht in zwei. Also das ist doch schon ganz schön was, oder? Ich möchte dann jetzt in Matthäus 19 lesen, denn es ist so eine Tiefe darin, das zu verstehen, was es bedeutet, mit Gott in der Ehe verbunden zu sein. Das ist viel mehr, als wir uns eigentlich auf den ersten Blick dabei denken. Und zwar Matthäus 19, 5 bis 6. Und sprach: Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhängen, und es werden die zwei ein Fleisch sein, so dass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also schon, wo fängt es denn schon an? Ist das schon ein Kuss? Ist ein Kuss schon die Verbindung? Oder ist es schon alleine, wenn man sich schon kennenlernt, weil Gott das schon so vorgesehen hat, dass diese zwei zusammenpassen? Steht nicht in der Bibel drin, dass Gott unsere Wege vorbereitet? Dann weiß er doch genau, für wen wir uns entscheiden. Aber diese Welt, die ist so entgegengesetzt zu dem, was die Bibel sagt. Wir sind so fern von dem, was die Bibel sagt, was die Ehe betrifft, dass wir ja gar nicht mehr genau nachfragen: Herr, was erwartest du denn von uns? Und ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin selbst Sünder und bin selbst der Gnade bedürftig von Gott. Ist einfach so. Doch es ist nie zu spät, umzukehren, oder? Gott sagt: Kehrt um, tut Buße und kehrt um. Und umkehren heißt nicht mehr so wandeln wie zuvor, sondern Gott an erster Stelle zu stellen. An erster Stelle, nicht den Partner. Bei mir war immer das Problem, ich habe meinen Partner an erster Stelle gestellt. Aber wenn ihr das so seht, dass Mann und Frau, Gott ist die Verbindung. Er verbindet das, so wie es hier auch steht in Matthäus. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Ja, alleine schon, wenn ihr
das erste Mal zusammen seid, wenn ihr euch küsst, wenn ihr das erste Mal miteinander schlaft, sage ich jetzt mal, so weit soll es eigentlich gar nicht erst kommen, seid ihr vor Gott schon gebunden. Ihr seid verbunden. Und ich will jetzt gerade weiterlesen. Wir kommen bestimmt auf die Tiefe des Ganzen, bin ich mir sicher. 1. Korinther 11 habe ich da. Und zwar den 8 bis 12. Jetzt muss ich kurz gucken. 8 bis 12. Ah, da. Okay. Denn der Mann ist nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Denn der Mann wurde auch nicht um der Frau willen geschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Darum soll die Frau eine Macht auf dem Haupt haben, um der Engel willen. Dennoch ist im Herrn weder die Frau ohne den Mann, noch der Mann ohne die Frau. Denn die Frau ist vom Mann, so ist auch der Mann durch die Frau. Aber alles ist von Gott. Also, wir sollen auf jeden Fall uns dessen bewusst sein, die Frau wurde um des Mannes willen geschaffen. Ja. Was hat er gesagt gehabt? Eine Gehilfin gebe ich dir, keine Sklavin. Also das sollte uns Männern auch bewusst sein. Sie ist nicht unsere Sklavin, sondern eine Gehilfin. Da steht sogar drin, eine kluge Frau ist wertvoller als Korallen. Ja, wenn man heute sieht, dass man Korallen nicht mal mehr ernten darf, weil Korallen ziemlich ausgerottet sind oder unter Naturschutz stehen, wertvoller als Korallen. Und es gab eine Zeit, da waren Korallen das Wertvollste, wertvoller als alles andere. Und genau so sollen wir auch darüber nachdenken, über unsere Frauen. Also nicht, du, Frauen sind aus uns Männern. Nein, das steht doch ganz klar drin. Denn auch der Mann ist aus der Frau. Wo kommt denn ihr her? Also ihr kommt doch aus eurer Mutter und sie ist doch eine Frau, oder? Ja, und das ist ein Wunder Gottes. Ihr seid gebildet im Leib eurer Mutter, in einer Frau. Also es ist ein Kreislauf, es ist ein Bündnis, genau das, was das Bild auch sagt, dass Gott diese Verbindung ist zwischen Mann und Frau und es ist alles miteinander verbunden. Gott hat es absichtlich so gemacht, dass da keiner sagen kann, ich bin viel besser, sie ist ja aus mir. Nein, sie könnte ja auch sagen, ich bin besser, denn du bist ja aus mir. Also es ist eine Symbiose mit Gott zusammen. Genau das sagt dieser Text auch. Alles aber ist von Gott. Ja, wir können uns dessen gar nicht rühmen, dass wir ja so, ach so toll sind. Nein, sind wir nicht. Ja doch, in der Schöpfung schon. Aber dass wir aus uns heraus irgendetwas geschaffen haben. So, ich habe dann den 1. Korinther 7, 1 bis 7. Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren. Ja, hat man mehr Zeit für Gott. Da kann man mehr in den Predigtdienst eingehen, ins Studium der Bibel, kann mehr Gebet machen, kann mehr für Geschwister da sein, kann seiner Berufung mehr nachkommen. Aber jetzt kommt's. Aber wegen der Unzucht, also Unzucht, ja, das bedeutet ganz klar, wenn ihr einfach keine feste Partnerin habt, das lebt doch die Welt heute vor, oder? Wenn ihr dort mal geht und dort mal geht und dort mal geht und dort mal geht, ja, die Unzucht und die Hurerei ist so ziemlich wortverbunden, wenn man bei Google mal guckt oder bei Wikipedia, was die Bedeutung ist. Es geht einfach darum, dass man nicht einen Partner hat, sondern zig Partner. Am besten mehrere auf einmal. Das lebt doch uns die Welt vor. Ich will mich da gar nicht rausnehmen. Ich bin da, meine Güte, nein. Ich bin ein Sünder vor dem Herrn, doch jetzt nicht mehr. Denn was tun wir? Umkehren, Buße tun und dann nicht mehr so leben, sondern nach was strecken wir uns aus? Nicht mehr nach dem Fleisch? Na, Fleisch waren wir vorher. Wir leben noch im Fleisch, aber wir sind nicht mehr Fleisch. Ja? Wir haben den alten Menschen doch durch die Taufe ausgezogen und Jesus Christus angezogen. Und wonach streben wir? Nach den höheren Dingen im Himmel. Unser Geist richtet sich nach dem Geist Gottes aus. Wir werden neu gebildet. Im Geiste sind wir neue Menschen. Also werden wir nicht mehr so handeln. Ich weiß, als Mensch ist das nicht so einfach, aber wenn wir uns nach Gott ausstrecken, gibt er uns alles andere hinzu. Wir brauchen uns nicht Sorgen darum, Herr, wann kriege ich meine Frau? Herr, wann kriege ich meinen Mann?
Wobei ich schon oft mitgekriegt habe, dass die Schwestern da viel relaxter sind. Die Schwestern sagen, ich lebe nur noch für Jesus. Und so geht es mir auch, wenn ich keine Frau hätte. Ich würde alleine leben. Ich würde nur noch für Gott leben. Wow. Es gibt nichts Schöneres, oder? Es ist später, irgendwann, wenn der Herr Jesus da war, wenn er alles neu gemacht hat, dann ist Zeit für dieses. Denn der Herr wird uns das nicht nehmen. Ja? Dafür hat er uns doch auch geschaffen. Und er hat es uns ja auch gegeben, dass wir einander lieben können. Das ist ja nicht nur, es geht auch nicht immer nur um Sexuelle. Also das ist auch ganz klar. Aber darauf kommen wir, glaube ich, auch noch. Aber wegen der Unzucht habe jeder seine eigene Frau. Ja, das heißt, dass sowas gar nicht passiert, dass man da dort und dort und dort und dort, nein, das ist von Gott gar nicht gewollt. Und das hat einen tieferen Sinn, ja, weil er doch uns verbindet, wie ich vorher gesagt habe. Einer kann umgestoßen werden, zwei halten stand, aber eine dreifache Schnur, Gott verbindet uns, ja. Und jeder habe ihren eigenen Mann. Der Mann leistet der Frau die Pflicht, also die eheliche Pflicht steht hier jetzt in der Elberfelder, aber nein, das, was sie braucht. Ja? Ebenso aber auch die Frau dem Mann. Ja? Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Wenn ich den Bibeltext vorlese, dann gibt es da Frauen, die sagen, was, das gibt's gar nicht, wie kann der Mann über meinen Leib verfügen? Da steht doch auch die Frau verfügt über den Leib des Mannes. Was bedeutet das denn? Was sagt Jesus? Liebt einander, wie ich euch liebe. Liebt einander, wie ihr euch selbst liebt. Denn niemand hasst sein Fleisch, sondern nährt und pflegt es. Also esset tut ihr ja und wäscht tut ihr euch auch, oder? Manche mehr, manche weniger. Entschuldigung für den Dialekt, aber das ist, ja, das kommt manchmal raus. genau. Also wenn ich dieses auseinanderreiße und sage, ja, nicht die Frau verfügt ihren Leib, nicht sie darf sich Schaden zufügen, sondern der Mann soll es und nicht der Mann soll sich Schaden zufügen, sondern die Frau soll es, dann reiße ich das aus dem Kontext. Denn wenn ich dem Gebot Jesu Christi nachfolge, dann soll ich auch meinem Partner nicht Schaden zufügen, sondern deswegen sagt er es ja, nicht der Mann soll es sich selbst Schaden zufügen, sondern die Frau soll das tun. Das heißt aber, wenn ich meinen Nächsten liebe, dann tue ich das doch gar nicht. Dann ziehe ich es nur nicht mal in Betracht, das zu tun. Und schon gar nicht, wenn ich ein Fleisch bin, wenn ich verbunden bin mit Gott, dann will ich das doch nicht. Wenn ich ein Geistesmensch bin, dann tue ich doch meinem Partner keinen Schaden zufügen. Wer bin ich denn? Weil wenn ich das meinem Partner tue, dann füge ich den Schaden doch mir selbst zu. Ja? Entzieht euch einander nicht, es sei denn nach Übereinkunft eine Zeit lang, damit ihr euch dem Gebet widmet und dann wieder zusammen seid. Genau, entzieht euch einander nicht. Aber das betrifft auch viel, viel mehr in der Zeit, als ich noch nicht bekehrt war. Als ich diesen Spruch gehört habe, dachte ich immer, ja, die Frau, die muss da sich um mich kümmern und die muss das alles so machen und sie darf sich mir nicht entziehen. Und das ist aber so ganz normal, wenn du nicht mit Gott wandelst, passiert das zwangsläufig, dass der Partner sich entzieht. Gibt es wahrscheinlich andersrum genauso. Zum Beispiel, dass der Mann dann am Computer hockt und nur spielt oder so oder Filme guckt, aber sich ein Dreck für die Partnerin interessiert. Und so rum ist es andersrum aber auch, dass die Frau irgendwann gar kein Interesse mehr hat, zwangsläufig. Aber hier steht ja, wir dürfen einander entziehen mit einer Übereinkunft für eine kurze Zeit lang, ja, um uns der Dinge Gottes zu widmen. Denn wenn wir alleine leben würden, würden wir ja nur für Gott leben. Aber in dem Fall hat ja der Partner auch einen Anspruch auf uns. Ja? Natürlich, Gott steht für mich an allererster Stelle. Und das ist auch so kontrovers zu der Welt. Denn die Welt sagt, meine Kinder, meine Frau. Ich war früher auch so. Ich habe meine Frau immer an erster Stelle gestellt. Ich habe sie fast vergöttert. Ich konnte gar nicht mehr ohne sie. Also das ist schon krankhaft. Aber das kann auch kein Mensch erfüllen. Diese Liebe kann kein Mensch erfüllen. Dieses Bedürfnis kann kein Mensch erfüllen. Das funktioniert nicht. Nur Gott kann es erfüllen. Deswegen sollen wir Gott an erster Stelle stellen. Und wenn wir Gott an erster Stelle stellen, gibt er uns alles andere hinzu. Das ist ganz einfach. So, und dann sagt er hier ganz klar, dass wir uns für eine kurze Zeit entziehen sollen.
Wenn beide im Herrn sind, ist es gut. Denn wenn beide im Herrn, und so soll es eigentlich auch sein, denn sonst bringt die ganze Geschichte nichts. Da kannst du an Gott glauben, wie du möchtest, denn es bringt dir gar nichts. Oh, da hinter mir geht die Sonne auf. genau das bedeutet es doch. Wir sollen einander nicht entziehen. Wir sollen füreinander da sein. Natürlich braucht jeder seine Zeit, um Gebet zu haben, in Ruhe sich Gedanken zu machen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, mit dem Geist zu reden und Erkenntnis zu erlangen. Sonst könnte ich diese Videos zum Beispiel gar nicht machen, wenn ich nicht beten würde, wenn der Herr mir das nicht geben würde. Aus mir heraus käme gar nichts. Ich weiß, wie ich vorher war. Ich weiß, was ich für ein Mensch vorher war. Und ich habe den Menschen ausgezogen und dennoch habe ich noch an manchen Stellen zu kämpfen. Ja? Und das kann auch Spaltung in der Beziehung bringen. Das soll es aber nicht. Ja? So, wir sollen einander nicht entziehen, damit der Satan euch nicht versuche, weil ihr euch nicht enthalten könnt. So, Paulus sagt natürlich, was mich betrifft, ich bleibe allein, ich bleibe für den Herrn. Und das ist ja auch gut, denn Paulus sagt, manche sind von Gott beschnitten. Ja? Die können alleine bleiben. Die brauchen keinen Partner, sie leben nur für Gott und das ist auch gut so. Er sagt, was mich betrifft, ist es das Bessere. Aber wenn jemand das nicht kann, dann soll er heiraten, ja? Damit er keinen Unfug macht. Ich möchte bloß ein bisschen so anlehnen, sogar noch an die Situation, die wir momentan haben. Es steht nirgendwo drin, dass du enthaltsam leben musst, dass du ein Zölibat ablegen musst. Nein, du sollst deine Frau haben. Paulus hat nicht gesagt, ihr müsst enthaltsam leben. Nur weil ihr Vorsteher seid, nur weil ihr Apostel seid, nur weil ihr Prediger seid. Wir sind alle Prediger, sagt Offenbarung 1, Vers 6. Aber hier steht ganz klar, dass wir einander nicht entziehen sollen, damit der Satan uns nicht versuche. Und gerade heute in dieser Welt, wie schnell passiert es doch in dieser Welt, ja, dass der Mann in die Arbeit geht und die Sekretärin zwinkert ihm zu und ha, ha, ha. Und er hat nichts im Kopf, weil dieser Entzug von der Partnerin, und das ist jetzt auf das Sexuelle angelehnt, ihn so verrückt macht, dass der Teufel ihn genau in dem Moment dort erwischen kann. Und er denkt nichts nach. Hinterher weiß er es dann schon. Scheiße, jetzt habe ich Mist gebaut. Aber so weit soll es gar nicht erst kommen. Denn entzieht einander nicht, hat ja nicht nur was Sexuelles zu tun, sondern entzieht einander nicht, hat ja auch was mit allem zu tun, ja, dass wir füreinander da sein sollen im Gespräch, dass wir füreinander da sein sollen, wenn jemand krank ist, wenn jemand Sorge hat, wenn jemand Ängste hat, dass wir, deswegen macht Gott das doch, dass wir zusammen sind, ja, Gott verbindet uns doch einander. Wie soll das denn aussehen, wenn ich nicht mich nach dem Herrn ausrichte, wie soll das denn aussehen, wenn ich nicht nach meinem Partner gucke? Heißt es nicht, jeder erachte den Nächsten höher als sich selbst? Ja, dann will ich doch wissen, wie geht es meinem Partner? Wir sind ein Fleisch. Ja? So, ich gucke jetzt weiter hier. Dies aber sage ich euch als Zugeständnis, nicht als Befehl. Ich wünsche aber, dass alle Menschen wären wie ich. Doch jeder hat eine eigene Gnadengabe von Gott, der eine so, der andere so. Also er sagt klipp und klar, ja, wäre schön, wenn ihr alle so wärt wie ich, aber wenn ihr heiraten möget, weil ihr es nicht aushaltet alleine, weil ihr einfach zum Beispiel das liebt zu kuscheln, abends schöne Gespräche zu führen und euch über die Bibel zu unterhalten, weil ihr, das ist ja mit dem Hauskreis oder mit der Hausgemeinde auch so, mit Geschwistern, wo zwei oder drei zusammenkommen, bin ich unter euch, sagt Gott. Aber mit dem Partner, das ist ja noch viel mehr. Das ist ja noch viel mehr. Ihr seid nicht nur gebunden von Gott als ein Fleisch und ihr seid Mann und Frau, sondern vielleicht sogar noch beste Freunde. So geht's mir auch mit Carina. Wir sind beste Freunde und sie ist meine Schwester. Ich hätte mir das im Leben nicht erträumen lassen. Im Leben nicht. Ich hätte nie gedacht gehabt, dass es so sein wird irgendwann, dass sie Gott annimmt, da sie letztes Jahr um diese Zeit noch Atheistin war. Sie hat noch nicht mal an Gott geglaubt. Also ist es doch ein Geschenk von Gott, das ist doch ein Wunder. Und solche Dinge sind nur bei Gott möglich. Ja? Jetzt habe ich den Lukas, einen Moment. Johannes, Lukas. Lukas 14, 11.
Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Also ich stelle mich nicht über meinen Partner und mache da den super Macho. Ja? Ich verhalte mich nicht narzisstisch und egoistisch oder egozentrisch. Ja? Also ich erhöhe mich nicht über meinen Partner hinweg. Und warum? Jetzt gucke ich gerade. Matthäus 20, ich will dem nicht vorgreifen, was der Herr vorbereitet hat. 26, Matthäus 20, 26, 27. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Wer sagt, dass das nicht in die Ehe hineinliest? Wer sagt, dass das, nein, die Ehe ist was anderes wie die Gemeinde? Nee. Da in der Ehe kann ich mich als Mann nicht unterordnen. Was hat denn Jesus gemacht? Was hat er gemacht gehabt? Sollen wir nicht auf dem Weg Jesu Christi wandeln, auch als Mann? Sollen wir nicht unserer Frau vorstehen? Ja? Soll unsere Frau sich nicht auf uns vertrauen können? Ist das nicht so viel mehr? 5, 21 bis 25, ordnet euch einander unter in der Frucht Christi. Ordnet euch einander unter. Das sagt das doch schon. Also wer sich erhöht, soll erniedrigt werden. Und wer der Erste sein will, soll der Letzte sein. Bei Christus ist alles etwas anderes. Ordnet euch einander unter in der Frucht Christi. Die Frauen den eigenen Mann als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ja? Christus ist das Haupt der Gemeinde. So, er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Das war zu der Zeit Sklavenarbeit. Ordnet euch einander unter, liebe Männer. Ja? Jetzt muss ich kurz gucken. Er als der Retter des Leibes, ja, wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frau den Männern in allem. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Hört ihr das? Das ist doch ganz klar, oder? Wenn das einige Männer tun würden in ihrer Ehe, in ihrer Beziehung, ja, dann würde einiges anders laufen. Also nicht nur die Frau soll sich ihrem eigenen Mann unterordnen, und es geht hier um ihren Mann, nicht allen Männern. Sie hat sich nicht allen Männern unterzuordnen, sie hat sich ihrem Mann unterzuordnen, dem, mit dem sie durch Gott verbunden ist. Ja? Da kommt nämlich das oft so raus, nee, die Frauen müssen sich den Männern unterordnen. Nein, sie soll sich ihrem Mann unterordnen, ja? Weil er ihr Haupt ist. So wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und dann steht aber auch dran, dass wir Männer unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Ist euch das bewusst, was das bedeutet? Er hat sein Leben für die Gemeinde gegeben. Er hat sich untergeordnet. Er, der Höchste, der Sohn des Höchsten hier auf Erden, aber der Höchste. Also, er hat sich untergeordnet und hat den Jüngern die Füße gewaschen. Er hat nicht gesagt, ja, ich bin der Chef. Durch mich werdet ihr doch alle gerettet. Ihr habt gefälligst mir zu dienen. Nein. Sondern er sagt, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde liebt. Ja. Und was sagt Christus im ersten Johannes 15? Liebt einander, wie ich euch liebe. Und ich nenne euch meine Freunde, denn niemand hat größere Liebe als der, der sein Leben für seine Freunde gibt. Tada, wie viel mehr in der Ehe. Also, richtet euch im Geiste nach Gott aus und unterordnet euch euren Frauen. Und die Frauen tun sich euch unterordnen. Das ist eine Symbiose. Das ist ein Geben und Nehmen. Ja? Ich habe hier den 30er noch stehen. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind Glieder seines Leibes. Wir sind alle Glieder im Leib Jesu Christi.
ganz besonders durch die Taufe. Der alte Mensch ist ausgezogen. Wir haben Jesus angezogen und sind in den Leib hineingetauft worden. Dort sind wir Glieder im Leib Jesu Christi. Und wenn es einem Glied schlecht geht, dann leidet der ganze Leib. Wie viel mehr in der Ehe? Wenn es meiner Frau schlecht geht, dann gehe ich doch nicht hin und zock Computer. Sondern dann will ich, dass es meiner Frau gut geht. Denn wenn wir ein Fleisch sind, dann kann es doch mir nicht gut gehen. Ja? Also es ist so viel mehr, was da dahinter steckt. Es ist nicht nur, ja, schön zusammenleben, schickimicki, und sie hat gefälligst für mich das zu tun, was ich brauche und gut ist, denn sie hat sich mir unterzuordnen. Nein, es ist so viel mehr. Ihr seid nicht das Maß der Dinge. Durch Christus ist es was ganz anderes, und es war zuvor schon was ganz anderes. Selbst bei Abraham hat Gott gesagt gehabt, hör auf deine Frau Sarah. Ja? Denn es hat doch einen Grund, warum wir eine Frau haben. Sie ist unsere Gehilfin, sagt Gott in Mose. Ja? Unsere Gehilfin, das heißt nicht, sie ist eine Hilfe, sie macht uns den Haushalt oder unsere Sklavin und sie macht uns alles schicki-schicki. Nein, sie ist unsere Gehilfin. Ja? Dass wir uns austauschen können, dass wir Gespräche führen können, dass wir einen Ratgeber auch zur Seite haben, dass wir miteinander beten können, damit wir im Leben klarkommen und so weiter und so fort. Also sie ist viel, 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 viel mehr. Lasst euch das mal echt durch den Kopf gehen. Jetzt 33 noch. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Manne habe. Ich sag euch, wenn ihr eure Frau liebt, ja, hat sie Ehrfurcht. Dann hat sie allerhöchsten Respekt vor euch und hat Ehrfurcht vor euch. So wie ihr vor Gott Ehrfurcht habt. Denn dann tut sich eine Frau gern unterordnen, wenn ihr euch so verhaltet, wie Christus sich verhalten hat. Wenn ihr im Herrn wandelt, wird sich eure Frau immer euch unterordnen. Aus Liebe heraus schon. Ja, aber wenn ihr euch benimmt wie ein Berserker, ja, und zu Hause einen Supermacho raushängen lasst oder recht eifersüchtig seid gegen alles und jeden, obwohl wir alle Geschwister sind im Herrn, dann ist der Geist nicht besonders stark in euch. Dann stimmt was nicht, dann solltet ihr vor Gott treten und es prüfen, dann solltet ihr eindeutig mit dem Herrn reden, am besten gemeinsam mit eurer Frau, denn ihr seid gebunden mit eurer Frau vor Gott. Ja, so, jetzt habe ich hier noch Galater 3, Vers 28, da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Das gilt auch für Mann und Frau. Man könnte jetzt sagen, nein, das ist nur Mann und Frau getrennt voneinander, die Schöpfung Mann und Frau. Es geht aber auch ganz klar um die Ehe. Das haben wir gerade eben in Epheser gelesen, dass wir Glieder in seinem Leib sind. Ja, nicht wir sind das Maß der Dinge. Jesus ist das Maß der Dinge. Gott ist das Maß der Dinge. Ja? So, jetzt habe ich noch zwei Bibeltexte, die habe ich hier noch stehen. Den Römer 12. Ich schreibe es wieder unten rein bei YouTube. Dann könnt ihr es nachlesen zum Prüfen. Römer 12, 9 bis 16. Die Liebe sei ungeheuchelt. Verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander. Nicht nur in der Bruderliebe. Da steht aber Brüder. Nein, da ist auch eure Schwester damit gemeint. Auch eure Schwester, die ihr geheiratet habt, mit der, die eure Frau ist, sie ist auch eure Schwester, euer Bruder, Geschwister. Ja? Da gibt's nichts zum Rütteln daran. Wer Gott liebt, aber seinen Bruder hasst, wenn ihr eure Frau hasst, ja, wie soll das dann aussehen? Wie könnt ihr dann sagen, ihr liebt Gott, wenn ihr die, mit der ihr verbunden seid, mit Gott hasst? Er sagt auch, wir sollen unserem Zorn, ja, nicht überdauern lassen über die Nacht, sondern vor Sonnenuntergang sollen wir diesen Streit beilegen. Das hat schon was damit zu tun, weil unsere Herzenshärte sonst herauskommt. Denn wenn wir diesen Streit liegen lassen bis am nächsten Morgen,
dann ist es umso schwerer umzukehren. Dann ist es umso schwerer, auf den Partner zuzugehen und zu sagen, es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint. Das ist so wichtig, dass ihr vor Sonnenuntergang, haltet euch das fest, klärt es mit dem Partner ab, denn was wäre, wenn mit dem Partner was wird? Ihr müsst auch so bedenken, wenn Gott euch etwas sagt, dann sagt er es euch, um Rat zu geben, um euch zu bewahren vor Schaden. Ja? Wenn ihr in Streit auseinandergeht und dem anderen passiert etwas, ihr würdet euch das im Leben nicht mehr verzeihen. Deswegen sollt ihr nicht im Streit auseinandergehen, sollt euren Streit beilegen. Und Gott sagt sogar, wenn ihr vor dem Altar etwas darbringt, ja, aber einen Clinch oder einen Streit oder eine Meinungsverschiedenheit mit eurem Bruder habt, dann lasst das Opfer vor dem Altar liegen, geht zurück, klärt es mit eurem Bruder ab oder eurer Schwester und dann kommt wieder. Heute müssen wir keine Opfer darreichen, aber wenn ich bete, Herr, segne mich, gib mir Frieden und Ruhe, aber ich habe noch Streit mit meiner Frau, dann geh hin und klär das mit ihr. Mach dem Ding ein Ende. Ihr sollt einander lieben, wie Christus euch liebt. Er hat sein Leben für euch gegeben. Also soll jeder sich einander gegenseitig höher erachten. Dann braucht kein Streit da sein. Also Ehe zu führen hat was viel Tieferes. Es ist ein viel tieferer Sinn. Und deswegen ist Gott mit euch in diesem Ganzen. Er hilft euch bei allem, was das betrifft. So, in der Bruderliebe seid herzlich zueinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorgehend. Im Fleiß nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Halleluja, was für ein Brecher, oder? Das ist doch mal nicht säumig, brennend im Geist, dem Herrn dienend. Das ist ja nicht nur, dass ihr, nee, für meine Frau mache ich das nicht. Ihr macht es im Herrn dienend, dann seid ihr Geistesmenschen. Wenn ihr Geistesmenschen seid, dann deckt ihr das sofort zu. Wie heißt es? Ihr sollt vergeben, ja? Im Vater unser steht drinne, Herr, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben. Ja, das muss schon erledigt sein. Genau darum geht es. Und das ist auch das, was die Jünger bei Jesus gefragt haben. Herr, wie oft sollen wir vergeben? 7-mal, wenn unser Bruder? Nein, 7-mal, 70-mal. Und wenn sie, wie jetzt zum Beispiel meine Carina, die tut dann immer das Geschirr und Besteck wo ganz woanders reinräumen. Ich bin der Koch zu Hause. Und ich weiß genau, wo das Zeug liegt. Ich lege es dahin, dass selbst wenn ich im Dunkeln hingehe, weiß ich, wo das Zeug liegt. Sie räumt es immer woanders hin. Egal. Vergeben. Ich kann es ihr sagen, sie wird es sich aber nicht merken können. Warum nicht? Weil sie arbeitet ja selber nicht dort in der Küche und weiß, wo das Zeug hingehört. Also räumt es irgendwo hin, wo sie der Meinung ist, dass es richtig ist. Auch wenn es mich manchmal ärgert. Ja? Weil ich suchen muss. Aber genau da fängt es auch schon an. Dann muss ich sagen, okay, ja, vergeben, 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 vergeben. Gar nicht darüber nachdenken. Und es gibt noch viel schlimmere Sachen in der Beziehung, in der Ehe. Wahrscheinlich habe ich genug selber Fehler, ja, wo sie einfach nur zudeckt mit ihrer Liebe. Gar nicht darüber nachdenkt, ob man das jetzt erwähnen muss. Was einfach so selbstverständlich für sie ist, weil sie sagt, ich liebe ihn, ja, gehört halt dazu zu ihm. Dass ich zum Beispiel meine Zettel rumliegen lasse hier. Oder meine Bibel und der Laptop und alles liegt hier. Ja. Und dennoch vergibt sie mir das. Sie regt sich nicht auf und sagt, boah, wie sieht denn das hier schon wieder aus? Das ist damit gemeint. Ja. Ehrerbietung, einer dem anderen vorangehend, im Fleiß, nicht säumig, gegenseitig unterstützen. Das, ihr habt keine Hausfrau, Putzfrau geheiratet. Ja. Ihr habt eine Gehilfin geheiratet. Gehilfin heißt, ihr macht es zusammen. Und ich gehe, hilf ihm. Ja? Ich glaube, das habt ihr schon verstanden. Brennend im Geist, dem Herrn dienend. In Hoffnung, freut euch im Bedrängnis hart aus. Im Gebet haltet an. An den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil. Nach Gastfreundschaft trachtet. Segnet die euch verfolgen und segnet und flucht nicht. Ja? Wow. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit dem Weinenden, seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen, seid nicht klug bei euch selbst. Wissen wir doch, oder? Aus uns heraus wüssten wir gar nichts. Aber sicher nicht. Ohne Gott sind wir aufgeschmissen. Und da steht doch genau das.
Und wer sagt, nein, nein, das hat nur was mit anderen zu tun. Mit unseren Geschwistern, ist eure Frau nicht eure Schwester? Ist sie nicht auch ein anderer? Nee, nee, das ist meine Frau. Nein, sie ist nicht nur eure Frau. Sie ist viel, 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 viel mehr. Sie ist die Verbindung zu Gott. Ja. Sie, genau das, was ich da gezeigt habe, ja. Das ist genau das. Gott ist da die Verbindung zwischen Mann und Frau. Und diese Verbindung sollen wir nicht kappen, ja. Diese Verbindung sollen wir aufrechterhalten, ja, indem wir einander lieben, indem wir einander segnen und nicht fluchen. Freut euch mit den sich Freuenden, weint mit den Weinenden, seid für euren Partner da, für eure Frau, für euren Mann, ja. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf die hohen Dinge, sondern haltet euch zu den niedrigen, ja. Das ist genau das, was jetzt in dem ganzen Ding war. Und wenn ihr dann jetzt immer noch nicht wisst, ja, was es bedeutet, wirklich zu lieben in der Ehe, dann lest einfach 1. Korinther 13, das hohe Lied der Liebe. Und dann steht doch, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das Ihre. Also ihr könnt nicht erwarten, wer ihr liebt, dann kriegt ihr sofort irgendwas zurück. Ich war früher auch so ein Mensch. Ich dachte, ah ja, wenn ich jetzt einen romantischen Abend mache, dann kriege ich auch gleich was. Was ist das? Belohnungssystem, Tokensystem aus der Psychologie oder was? Nein! Entweder wollt ihr es tun, weil ihr es tun wollt, weil ihr euren Partner liebt, weil ihr ihm was Gutes tun wollt, aber nicht um eine Belohnung zu bekommen. Ihr seid kein Hund, dass ihr dahin seht, kriege ich jetzt Belohnung? Nein. Ihr tut es, weil ihr einander liebt. Ja? Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Ja? Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie trägt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und dann seid ihr immer noch so weit, dass ihr mit eurem Partner reden könnt, ja? Dass ihr über alles reden könnt. Dafür ist sie doch da, oder er, ja? Dass ihr miteinander vor Gott kommen könnt, denn ihr seid doch vor Gott gebunden. Und Gott liegt nichts ferner, als euch nicht helfen zu wollen. Nein, er will euch verbinden. Ein Fleisch, ja, und damit hat es nicht nur mit dem Sex was zu tun. Ein Fleisch bedeutet, dass man miteinander fest verbunden ist. Ja, ganz fest. Ein Fleisch heißt, da sieht man keine Schnittkante, da ist keine Naht, keine Narbe, gar nichts, dass es zusammengewachsen ist. Natürlich müssen wir zusammenwachsen, aber ein Fleisch bedeutet, es ist ein Stück. Da gibt es keinen Unterschied mehr. Sie wandeln miteinander. Es gibt so Paare, die wo schon sehr lange, 50 Jahre oder so verheiratet sind, da sagen die Leute, boah, die sind sogar äußerlich gleich. Da trägt er dieselbe Frisur wie sie oder sie wie er. Also da denkt man sich, wow, das ist schon erschreckend, wie ähnlich die sich sehen. Gibt es auch so Leute, wo es mit dem Hund so ist. Nein, aber mit dem Partner ist das ganz wichtig. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, mit dem Partner so fest zusammenzuleben. Und Gott hilft euch dabei. Ja, wow, war jetzt unglaublich viel. Und ich hoffe, es hat euch interessiert, es war interessant für euch und hat euch ein bisschen so ins Herz gesprochen. Ihr könnt ja den 13er da gerne fertig lesen noch. 8, 9, 10, 11, 12. Sehr interessant. 13 noch dazu. Die größte davon ist die Liebe. Ja. Denn genau darum geht's. Zürnt einander nicht, beleidigt einander nicht. Es gibt Geschwister, Brüder, Schwestern, die ihren Partner beleidigen aufs Tiefste. Hat Jesus das gemacht? Dann wird es ganz schnell Zeit, dass ihr umkehrt, dass ihr in die Gegenwart Gottes kommt, dass ihr diesem bösen Geist absagt und eurer bösen Gesinnung und im Geiste Gott gleich wird, seinem Geist gleich wird. Denn sein Geist zeugt euch doch, dass ihr Kinder Gottes seid, dann handelt auch so.
ganz besonders eurer Frau gegenüber, die doch mit euch verbunden ist. Alles klar. Ich wünsche euch was. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und ein schönes Wochenende. Und ja, seid mächtig gesegnet mit übermäßiger Liebe und Gnade im Herrn Jesus Christus. Amen. Ich wünsche euch was. Bye.